Mein Name ist Mirko Kreibich, ich bin Leiter der HBS in Myanmar. Myanmar ist wie alle anderen Länder der Region Anhänger eines Wirtschaftssystems, was ich wie folgt charakterisieren würde: wachstumsorientiert, exportorientiert und extraktivistisch. Und das ist natürlich wachstumsorientiert, ist in der Region auch zum Teil notwendig, gerade in einem armen Land wie Myanmar, das steht außer Frage. Nichtsdestotrotz ist natürlich dieser Dreiklang extrem schädlich für das Land und insbesondere auch für die natürlichen Ressourcen und die Umwelt des Landes. Es gibt im Prinzip heutzutage noch keine Diskussion über die Alternativen zu diesem Wirtschaftsmodell. Vielleicht kann ich auch ein kurzes Beispiel noch mal geben, was die Problematik ist an dem Wirtschaftsmodell, vielleicht anhand von Hydropower. Wasserkraft ist eine Möglichkeit, wie man den Energiebedarf des Landes decken kann. Die Regierung hat in den letzten Jahren etwa 92 Projekte identifiziert mit einem Gesamtkapazität von 46.000 Megawatt. Das ist gigantisch. Das sind wirklich große, große Dämme. Zum Teil mit die größten Dämme der Welt und der Region, die dort geplant sind. Die allermeiste Energie soll aber exportiert werden, und zwar in die Region. Es sind größtenteils chinesische und Thai-Investoren, die dahinter stehen, sodass im Prinzip nur 10% der Energie der einheimischen Bevölkerung zugutekommen soll. Und das gleichzeitig bei einer großen Frage, ob es überhaupt den Energiebedarf in den chinesischen Westregionen und in Thailand überhaupt gibt. Das heißt, man hält sozusagen große Kapazitäten vor mit allen Umweltproblemen und Menschenrechtsproblemen, die damit zusammenhängen. Es gibt keine wirkliche Diskussion im Land, außer unter den Menschen, die darunter leiden. Das sind also die, in deren Region diese Großprojekte gemacht werden. Größtenteils in ethnischen Gebieten, das heißt in den Gebieten ethnischer Minderheiten, die aber nichts zu sagen haben im Prinzip. Es ist nach wie vor eine große Chance, die da ist, gerade jetzt nach den Wahlen im letzten November. Jedoch muss man auch sehen, dass der Neuanfang ja quasi von oben auf erlegt wurde, also aufoktroyiert. Es ist ein Neuanfang, den das Militär unter seinen Konditionen gestartet hat. Und das Militär ist Teil des Problems. Die meisten Profiteure dieser Strategie, dieser Wachstumsstrategie und der Öffnung, gerade die ökonomischen Profiteure, sind ehemalige Militärs oder Leute, die eben nah an dem ehemaligen Militärregime stehen. Und die haben die Öffnung auch deswegen gemacht, um eben ökonomisch zu profitieren und noch mehr aus dem Land rauszuholen, aus den Ressourcen rauszuholen und in die Region exportieren zu können oder auch weltweit exportieren zu können. Also wir arbeiten ganz konkret in dem Bereich Wasserkraft mit Aktivisten zusammen, die sich gegen die Wasserkraftwerke zur Wehr setzen, die vor allen Dingen fordern, dass es also Best Practices gibt und internationale Standards, wie solche Projekte überhaupt umgesetzt werden. Das heißt also Umweltverträglichkeitsprüfung, Sozialverträglichkeitsprüfung, Partizipation der lokalen Bevölkerung bei Entscheidungsprozessen, all das ist nicht gegeben. Und natürlich wollen die Leute auch, dass der Profit, der durch den Abbau von solchen natürlichen Ressourcen erzielt wird, dass der in der Region und im Land zumindest bleibt.